Coswiger Infokanal. Ich schau K3. Rockwitz wird 1000 und das gilt es ganz groß zu feiern. Im Hintergrund wird längst unermüdlich getüftelt und hart gearbeitet. Dazu gehören auch weich aussehende Puppen, die aber wiederum aus Hartholz gefertigt werden. Die Werkstatt, in der sie entstehen, befindet sich in Radebeul-West in einem urigen Hinterhof. Einem kleinen Archiv ähnelnd findet sich hier eine Reihe von Puppen, die entweder schon im Ruhestand sind oder noch auf ihren großen Auftritt warten. Doch was hat eine Radebeuler Werkstatt mit der 1000-Jahr-Feier in Brockwitz zu tun? Ja, der Herr Funke ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Interesse habe, mit ihm zusammen ein Stück zu machen über die 1000 Jahre Brockwitz. Und haben uns zusammengesetzt und haben uns mit der Geschichte beschäftigt, also soweit, wie das noch nicht bekannt war. Und jedenfalls ist jetzt innerhalb der letzten 3 Monate ist ein Stück entstanden mit verschiedenen Episoden aus 1000 Jahren Brockwitz, für Kinder geeignet. Und es ist die Bühne entstanden und Puppen dazu. Das ist mein Beitrag, die Bühne zu bauen, die Puppen zu bauen und mich davor zu setzen und sagen, Herr Funke, machen Sie das bitte so oder lassen Sie das sein. Doch Brockwitz wird nicht 10 Jahre alt, sondern in Kürze 1000. Ein Puppentheaterstück dauert vielleicht 45 Minuten und da sollen nun 1000 Jahre Brockwitzer Geschichte einfach, aber kunstvoll verpackt werden. Naja, ich habe viel gelesen und ihr auch. Also es gibt ja so Unterlagen über Brockwitzer Geschichte. Das sind meistens Katastrophen, die da festgehalten sind. Und wir haben uns einfach ein paar Sachen, fünf Episoden rausgesucht, die wir umsetzen wollen, wo man was spielen kann. Und die vielleicht auch ein bisschen amüsant und lustig sind, aber natürlich auch tragisch, ganz klar. Also dort ist nur die Rede von Feuer, von Hochwasser, von Pest und solche Geschichten. Naja, und die letzte haben wir ja erlebt, 2002. Die Brockwitzer Geschichte als Puppenspiel soll natürlich gleichermaßen für Kinder bzw. Schüler gedacht sein, aber auch für die Eltern und alle anderen Besucher eben. Doch muss es bei den erwähnten Katastrophen ein trauriges Stück sein? Nee, das wollen wir nicht hoffen, dass es traurig wird. Obwohl, das wird handfest, sage ich mal. So. Also während der Woche bei mir in Brockwitz, da gibt es eine kleine Probebühne, wo ich meine Stücke übe. Und die mache ich einfach offen und da werden 30 Stühle reingestellt und dann spiele ich da. Also ganz ohne Aufwand will ich das machen. Wird es mehrmals aufgeführt? Ja, es wird mehrmals aufgeführt. Es wird vormittags aufgeführt für Schulklassen. Die machen da, glaube ich, so einen Rundgang durch Brockwitz. Und zum Schluss kommen sie in die Mühle und sehen sich dieses Stück an, was ja mit Brockwitz zu tun hat. Und dann gibt es noch ein paar Vorstellungen für das ganz allgemeine Publikum. Und wollen wir sehen. Und abends, Sonntagabend, glaube ich, gibt es eine Premiere. Da bin ich gespannt, wer da alles kommt. Und dann gibt es da noch ein geheimnisvolles Rad mit ominösen Zahlen darauf, das auch eine gewisse Rolle bei der großen Feier in Brockwitz zu spielen scheint. Es ist ursprünglich, ich meine, das ist neu gemacht, aber es ist eigentlich ein Glücksrad. Aber bei uns wird es das Rad des Lebens sein. Weil das hat sich nun schon seit weit mehr als 1000 Jahren hier im Elbtal gedreht. Und wir werden mithilfe dieses Rad des Lebens, was eine völlig revolutionäre analoge Technik besitzt im Inneren der Bühne, werden wir die Zuschauer zurückbeamen, 1000 Jahre und 200 Jahre, je nachdem, wo das Rad anhält. Hoffentlich gelingt es den Spielern aber auch, die gebeamten Menschen wieder ins Jahr 2013 zurückzubefördern.